Ponys. Wir sind hier live von der Konichi 2013. Heute etwas in einem Halloween-Look, denn das Motto ist ja, wir sind ja nicht tot zu kriegen. Heute habe ich hier die Frau Baumgartner, die Marketingleiterin von der Firma Kase. Hallo? Hallo. Ja, wir sind jetzt hier, um ein paar Fragen zu den kommenden Sailor Moon DVDs zu stellen. Dann fangen wir doch mal gleich an. Also, bekannt wurde ja, dass es DVDs geben wird mit Japanisch und Deutsch, mit dem Originalmaster, aber das Originalmaster nur für Japanisch. Für die deutsche Fassung wird es den RTL 2 Master geben. Wie kam es dazu? Genau, das liegt daran, dass die deutsche Fassung mit einem Speed-Up produziert wurde und die deutschen Folgen dementsprechend sogar 4 Minuten kürzer sind als die japanischen Folgen. Das heißt, eine deutsche Folge hat im Durchschnitt ca. 19 Minuten und ein bisschen, während eine japanische Folge 23 Minuten hat. Hätten wir jetzt den deutschen Ton unter die japanische Originalfassung legen wollen, hätten wir das Ganze entschleunigen müssen vom Ton her. Und dann entsteht natürlich eine Tonverzerrung, weshalb wir dann wiederum eine Tonhöhenkorrektur machen hätten müssen. Und das führt dazu, dass natürlich das ist einerseits ein hoher Zeitaufwand und es ist auch ein Kostenaufwand. Und dazu kommt, es gibt in der japanischen Fassung ein anderes Opening und Ending, weil es sicherlich, also wissen die meisten, denke ich mal, und natürlich auch Eyecatcher. Das hätte dann bedeutet, dass wir umschneiden hätten müssen. Also sprich, das deutsche Opening an die japanische Fassung und das japanische Opening und Ending kommt weg. Und eben auch die Eyecatcher rausschneiden, damit der Ton wiederum passt. Das hielten wir für keine wirklich gute Lösung, auch angesichts dessen, dass wir natürlich den Fans die japanischen Openings und Endings nicht vorenthalten wollen und auch nicht die Eyecatcher. Weshalb wir uns dann dazu entschieden haben, 2 Fassungen auf die DVD zu tun. Einmal die deutsche Fassung, einmal die japanische, eben 2 Spuren. Ja, ein anderes großes Thema ist natürlich der Preis. Auf unserer Facebook-Seite und unserem Blog wurde ja heftig drüber diskutiert. Kann man schon sagen, dass es einen offiziellen Preis für eine DVD-Box geben wird? Also wir haben einen empfohlenen Verkaufspreis, der liegt bei 64,95. Das ist der gleiche Preis, den wir für die One-Piece-Boxen angesetzt haben. Und es ist aber so, dass natürlich die einzelnen Händler selbst bestimmen können. Also anders als im Buchmarkt haben wir ja auf den DVD-Markt keine Preisbindung. Das heißt, der Händler kauft den Titel zu einem Preis X ein und kann dann bestimmen, für wie viel er den verkauft. Also was habe ich für Kosten, was will ich selber dran verdienen an dem Titel, und dementsprechend legt er seinen Preis fest. Und da hängt es natürlich sehr stark auch vom Händler ab, zu welchem Preis er den Titel letztendlich im Laden zur Verfügung stellt. Also in der Regel wird jemand wie Mediamarkt Saturn den eher günstiger anbieten als ein kleiner Comichändler um die Ecke, weil auch die Kostenstrukturen ganz andere sind. Verstehe. Eine kleine Auflösung, denn ich finde, und ich glaube, es ist auch so, man darf Anime-DVDs nicht mit normalen Hollywood-DVDs vergleichen vom Preis her. Wie kommt es, dass eine Anime-DVD teurer ist als eine DVD aus Hollywood? Ja, dazu hatte ich schon mal was in einem Interview mit J-Mac gesagt. Ich weiß nicht, wer von euren Fans oder von euch J-Mac kennt. Das ist ein TV-Format auf MyVideo. Und im Prinzip hat sich daran nichts geändert. Also natürlich habe ich bei einem Titel Kosten, die unabhängig davon sind, in welcher Auflage ich den verkaufe. Also typisches Beispiel sind Lizenzkosten, die bezahle ich pro Folge. Und auch die Kosten für die Redaktion, die Übersetzung und den ganzen Koordinationsaufwand, der mit der Produktion zusammenhängt, sowie eben Grafik. Das sind alles Kosten, die mir pro Folge entstehen. Und diese Kosten muss ich natürlich auf die Auflagenhöhe umrechnen. Und wenn ich einen Blockbuster habe, wie einen der großen Marvel-Filme oder ähnliches aus Hollywood, dann habe ich natürlich eine ganz andere Auflage als bei den typischen Anime-Auflagen, die eben bei 2.000 bis 5.000 Stück anfangen und maximal hochgehen, vielleicht auf 12.000, 15.000 Stück, wenn ich ein Dragon Ball oder One Piece habe. Und natürlich ist es auch so, dass die Lizenzkosten unterschiedlich hoch sind. Also eine Serie wie One Piece ist in der Regel im Einkauf teurer als ein Nischentitel, den keiner kennt oder kaum jemand. Also
Wir teilen gerne dieses Video vom JMAC, falls ihr es sehen möchtet, damit ihr euch einen besseren Einblick verschaffen könnt, wie, was, wo. Für uns seht ihr jetzt die Adresse, wie ihr zum Video kommt. Ja, die nächste Frage, die uns Fans beschäftigt, ist das Layout, das Cover. Wer bestimmt denn eigentlich, welche Sailor-Kriegerin auf diesem Cover kommt? Wie ist die Covergestaltung? Wer ist denn überhaupt dafür zuständig? Letztendlich wird alles mit dem Lizenzgeber abgestimmt. Es gibt für die Titel in der Regel einen, gerade auch bei Sailor Moon, einen ausführlichen Style Guide, wo genau drin steht, was darf ich als Grafiker, was darf ich nicht. Und am Ende muss der Titel, also muss jedes Cover mit dem Lizenzgeber abgestimmt werden. Und der Lizenzgeber gibt seine Einwilligung oder sagt ihm, nein, das ist nicht in Ordnung so. Bei den Sailor Moon Covern also könnt ihr gerne noch Fragen darüber hinaus stellen, die wir dann schriftlich beantworten. Ich muss zu einigen Dingen auch Rücksprache mit der Produktion halten, warum welche Sailor-Kriegerin auf welchem Cover ist. Das kann ich aus dem Stegreif nicht beantworten. Jo, also falls ihr Fragen habt, sendet ihr uns doch gerne. Wir sammeln die und schicken sie euch dann im Laufe der nächsten Wochen zu. Vielleicht könnte man so einige Dinge mehr klären. Wie gesagt, sendet sie uns zu, wir nehmen sie auf und leiten sie an Kasey weiter. Ja, unsere letzte Frage für unser kurzes Interview heute. In eurem letzten Newsletter habt ihr geschrieben, es wird ein Sticker-Album geben, weil pro DVD-Boxen werden auch Stickers veröffentlicht. Was können wir uns darunter vorstellen? So ein großes Stickerbuch wie damals, was Kleines? Es ist so geplant, dass wir im Prinzip in jeder Box 3 bis 5 Sticker haben werden, von der ersten bis zur 10. Box. Und am Ende innerhalb, also in der letzten Box wird es ein Album geben, wo diese Sticker reingeklebt werden können. Das kann man sich, also im Prinzip ist das ein kleines Format, weil ich natürlich in einer DVD-Box jetzt kein A4-Sticker-Booklet unterbringen kann. A5, nein, A5 ist ein bisschen zu groß tatsächlich. Wahrscheinlich es wird die übliche Booklet-Größe haben, die in einer DVD oder einer Blu-ray drin ist. Und es gibt ja als extra auch noch ein Booklet. Das heißt, am Ende kann man all die Sticker im Prinzip einkleben, also nicht wegschmeißen. Klingt alles sehr, sehr cool. Wir danken für die Sailor Moon DVDs. Wir freuen uns schon auf die erste Box, die im November erscheint, kaufen. Ja, viel Spaß noch auf der Konichi. Danke fürs Interview und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Alles klar. Tschüss.